dritten Folge. Und ja, wie es in der letzten Folge halt war, wurde es erst am Ende hell. Wie jetzt. Zum Glück sind die Creeper auf der Seite. Ich hab mal so ein bisschen die Tastatur weg vom Mikro machen. Vielleicht hört ihr das nicht so. Weil ich habe gehört, dass das im letzten Video ganz schön passt. Aber naja, jetzt wollen wir erstmal rausgehen. Oh Gott. Voll schäbig. So, wir wollten einen weiteren Versuch wagen, oh, darunter eigentlich ans Eisen zu kommen. Was? Zwei? Dass mir nichts gefallen von dem. So, jetzt zum Eis wollen wir eigentlich da runter und uns das Eisen zu holen. Nee, ich dachte, der kommt jetzt her von oben. Das hat gewirkt. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Warum gibt es hier so viele Creeper? Jetzt nochmal zurück. Jedes Mal, in jeder Folge sterbe ich, ne? Nur wegen so einem beschissenen Creeper jetzt. Solche Asylanten, so hat hier nichts zu suchen. Denken auch, sie können alles machen. Komm, jetzt mach dich diesen Block da hoch, ey. Ja, immerhin haben wir das Eisen gerettet. Schon. Jetzt haben wir 10 Eisen. Mehr als letztes Mal. Und wo uns das Schwert eingefallen ist, wissen wir immer noch nicht. Ah, hier. Da sind sie doch. Haben wir gefunden. Ist ja mal lol. Dumm, die dumm. Haben wir noch ein bisschen EP bekommen und ein Kohle dazu. Einmal Kohle. So, jetzt müssen wir aber mal da hinten hin. Immerhin reicht es dann für unsere Ernte. So, gehen wir dazu und das. Jetzt wollte ich irgendwas anderes machen. Ich habe jetzt weiß. Wir müssen doch hier rein. Ah, ich wollte schon sagen, wo ist unsere Werkbank? So. Machen wir hier zweimal.
und hier so rum, damit wir eine Axt haben. Damit wir endlich mal ein bisschen unser Haus mit verenden können. So. Dum dum. So. Jetzt müssen wir noch da hoch, ey. Komm bitte. Nein. Haben wir nicht noch Erde gehabt? Ja. So. Schon kommen wir viel besser ran. Ein Apfel. So. Ich höre hier eine Flittermaus. Ach ja, die sind uns ja vorhin entgegengeflogen, wie ich gesehen habe. Kotze. Ja, ach so. Wir hatten ja letztens mal was vorgenommen. Wir können ja jetzt mal versuchen, in der Zeit ein Schaf zu finden. Wobei ich das hier eher nicht vermute. Und jetzt fliegt hier eine Mücke gegen meinen Bildschirm rum. Oh, okay. Mal das Fenster zu machen nachher. So, so. Mensch, da müssen wir hier extra einen Berg besteigen. Da ist eine Kuh. Hier wird doch mal irgendwo ein Schaf sein. Wenn ich manchmal zu schnell bin, habt ihr ja gesehen. Im letzten Let's Play hat man das kaum gesehen eigentlich. Wenn ich nicht zu schnell bin, regeneriert sich die Welt nicht so wirklich mit. Und wir finden einfach mal ein Dorf, auch Leute. Vielleicht haben die ja Wolle. Hallo? Nicht. Ich nehme jetzt nur das Wichtige mit. Ihr könnt noch so einen auf Depri tun. Ich werde euch nicht verschonen. Was ist denn das? Soll das ein Eisenblock sein? Was war das? Steinstufen. Eisen und Brot. Hallo. Hier glaube ich erwähnt, dass hier irgendwas ist. Also hier in dem Dorf gab es jetzt nichts Besonderes. Und wir haben noch einen halben Tag so gesagt. Und wir laufen und laufen und laufen. Das sind Skrarrels, aber die brauchen wir auch nicht. Irgendwie habe ich eine Vermutung, dass hier kein Schaf in der Nähe ist. Das sind Schweine. Nicht wundern, wenn ihr irgendjemanden hört, das ist jetzt im Hintergrund, weil die Tür nicht, also die ist eigentlich zu, mich wundert echt, dass man noch was hört. Ja Leute, man findet alles auf Pferde, aber keine Schafe. Hm.
Naja. Müssen wir irgendwie zusehen, dass wir ein paar Spinnen töten, damit wir dreimal Holz kriegen. Holz vor allem. Hm. Sinn und Logik. Nein, dass wir dreimal Wolle zusammenkriegen. Und uns damit ein Bett bauen können. Ich dachte, ich habe hier eben was gesehen. Suche nach einem Schaf war erfolglos. Aber Hühner, ne? Irgendwas Unwichtiges findet man immer. Aber wenn man was wirklich braucht, dann findet man es nicht. Das ist so unnötig. Ja, Hühner über Hühner. Da ist Lehm. Nee, nicht Lehm. Wie heißt das? Doch, müsste Lehm sein. Wow, ein Schaf! Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig. Fress! Das ist ein dummes Schaf. Ich mag's nicht. Weil es halt halb ist, es rennt mit einer Klatze hier rum. Ah, da hinten ist noch ein Schaf. Nein? So, na, Schaf, aber in meiner Umgebung sind Schafe, ne? Jetzt haben wir unser Bett zusammen und schnell hinstellen irgendwo und schlafen. So, haben wir die Nacht jetzt auch überlebt und haben sogar noch ein bisschen Zeit. Sag mal, toll. Dummes Bäumchen. Warum soll ich jetzt auch abgehen? Hier müssen wir noch was hinsetzen. Dieses Skelett da unten, ey. Eigentlich wollte ich mit dem Eisen. So. Nee, das wollen wir nicht, aber das. Den Rest tun wir uns mal jetzt hier rein. So. Ach, das ist am blödesten. Am besten, wir machen hier, wo ich jetzt ausgrabe, einen Weg. Eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei, drei, vier. Dann hier, tun wir so das Wasser rein. Machen wir daraus den Weg. Machen wir dann später aus was anderem. 3, also 3, 4. Hier machen wir dann das Wasser so hin.
1, 2, 3, 4. Nee. So. Ja, so. Das ist das vierte, dann geht hier ein Loch rein. 1, 2, 3, 4 und dann noch so 1. So, gehen wir dann hier hinten so. Keine Sorge, den Baum hacke ich noch ab. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Erde. Das Wasser tun wir hier hin. Schön, jetzt erstmal hier mit der Erde. Schnell Wasser holen. Und falls man das schafft, läuft ja immer noch mit Klatze rum. Da merkt man einfach, das Schaf ist dumm. Sagen nach dem Wasserbau jetzt hier mache ich dann erstmal Schluss mal wieder und sehen uns dann ja wieder morgen. Ich habe ja gesagt, dass ich jeden Tag jetzt aufnehme. Dum, 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 dum. Das ist ein Ei gelegt. Kann man ja mit Kuchen irgendwann machen. Oder irgendwann. So. Und die Erde weich klopfen. So, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis später.